Ich bin gerade im Wohnzimmer, mein Vater ist auch da. Ich glaube, ich lasse das mal meinen Vater anziehen. Mal gucken, wie das. Leute, mein Vater hat die North Face Jacke an. Das sieht an sich ehrlich cool aus. Leute, so sieht die Jacke bei meinem Vater aus, aber Hauptsache er hat seinen Tee in der Hand. Ey Leute, habt ihr Bock, dass ich mal ein Umstyling mit meinem Vater mache? Ich werde dann die ganzen Klamotten fürs nächste Mal für meinen Vater bestellen und er soll sie anziehen. Ey, mal gucken, wie das wird. Ey, wir machen dann so ein kleines Umstyling. Was geht, Alter? Ich zeige euch ein paar Klamotten, Mann. Richtig geile Jacken und so, ey. War das so gut? Servus, Freunde. Was geht ab? Und willkommen beim neuen Video. Ja, Freunde, ich durfte mir wieder ein paar richtig, richtig coole Sachen aussuchen bei Junkyard, Freunde. Und deswegen steht jetzt erstmal hier oben oder da oben irgendwo Werbung. Einfach zu meiner Sicherheit. Und ja, ich habe jetzt ein paar coole Sachen ausgesucht, die wollte ich euch zeigen. Als erstes habe ich für euch einen 15% Rabattcode, Leute. Wenn ihr auf dieser Seite seid, gebt ein Herac15, dann bekommt ihr 15% Rabatt. Und Leute, ich zeige jetzt ein paar Sachen für Jungs, für die Mädels. Mädels, schaut euch diese Seite unbedingt an, da gibt es richtig coole Sachen. Und ich würde sagen, ich zeige euch mal direkt mein allererstes Oberteil, was ich mir da ausgesucht habe. Das ist das hier. Ja, Leute, ich habe mir so eine Anglerweste geholt. Boah, Freunde, die fällt so übertrieben groß aus. Ich habe mir das in L geholt. Warum habe ich mir so eine Anglerweste geholt, falls ich mal angeln gehe, Leute? Damit ich halt hier meine Anglerweste habe und hier alles reinstopfen kann und so. Ich finde die Weste an sich richtig cool, aber das Problem ist, die ist verdammt groß. Ich hätte die echt nicht in L bestellen sollen, falls irgendwer auf die Idee kommt, sich das hier zu holen. Auf gar keinen Fall in L, Leute. Ich würde euch M empfehlen und das Ganze sieht so aus. Wie gesagt, an sich finde ich die ganz cool. Ja, aber das ist halt eine Nummer zu groß. Als zweites habe ich mir diese Jacke hier von Adidas geholt. Ich liebe diese Jacke, Freunde. An dieser Jacke finde ich wirklich die Farbkombi geil. Die ist halt etwas außergewöhnlicher und ich ziehe die Jacke mal an, Freunde. Die Jacke habe ich mir in L geholt, Freunde. Ich trage gerne Oversize. Falls ihr auch gerne Oversize tragen solltet und ihr normalerweise M trägt, dann empfehle ich euch bei der Jacke L. Ist Geschmackssache. Ich mag es halt einfach, wenn die Jacke etwas lockerer ist. Und deswegen habe ich mir die in L geholt. Und passend zu dieser Jacke, Freunde, habe ich mir dieselbe Jogginghose dazu bestellt. Die passende Jogginghose zu der Jacke feiere ich extrem. Ich ziehe das mal kurz für euch an. Und alle in einer Reihe aufgezeigt. Dieselbe Hose habe ich auch in L bestellt, genau wie bei der Jacke, beides in L. Das Coole an dieser Hose ist, dass das halt hier unten so Reißverschlüsse hat, man kann die auf und zu machen. Finde ich nice. Und Leute, ich habe Jacken ausgesucht, da wir gerade Winter haben und jetzt so langsam irgendwann mit der Zeit Richtung Frühling gehen. Deswegen finde ich Jacken optimal und ich zeige euch mal ein paar coole Jacken, Freunde. Kommen wir zum nächsten Outfit. Dann habe ich diese Jacke hier, Leute, die ist von North Face. Das Coole an dieser Jacke ist hier vorne. Diese Mütze hier, könnt ihr das sehen? Ich finde die Mütze killer. Die Jacke habe ich auch in L bestellt. War auch ein Fehler, Freunde. Es geht. Ich finde L passt, aber M wäre, glaube ich, bei dieser Jacke besser, da sie doch etwas größer ausfällt. Falls jemand sich diese Jacke holen möchte und normalerweise M trägt, würde ich euch wirklich M empfehlen bei der Jacke. Sei denn, ihr mögt wirklich etwas mehr Oversize, dann ist L perfekt. Und ich habe genau dieselbe Jacke einmal in Lila nochmal, die zeige ich euch jetzt. Genau dieselbe Jacke, halt in Lila, Freunde. Ich finde die Farbe wirklich mega sick, Leute. Deswegen habe ich mir genau dieselbe nochmal in Lila geholt. Auch wieder in L natürlich bestellt. Ich glaube, M wäre da die bessere Wahl gewesen, aber es ist noch in Ordnung. So sieht das Ganze aus und wie gesagt, da ich gerade Lila extrem feiere, ist meine nächste Jacke natürlich auch richtig blau. Nein, Leute, die ist auch natürlich lila, aber ein etwas dunklerer Ton als bei dieser Jacke hier. Die Jacke ist von Adidas, Leute, habe ich auch in L bestellt. Boah, die Jacke fällt aber wirklich extrem groß aus. Deswegen hätte ich lieber da
M bestellen sollen. Das Geile an dieser Jacke ist einfach der Backprint hinten, Freunde. Ich feiere das so mega. Ich weiß, es ist etwas außergewöhnlich, aber mir gefällt es vor allem mit diesem Kragen hier vorne. Ich zeige euch das mal kurz. So, das ist die Jacke, die fällt aber wirklich extrem groß. Aber wenn man die hier so zuknöpft, das hat solche Knöpfe, die kann man einfach zuknöpfen. Und dann hat man hier quasi so einen Kragen, was sehr schnick aussieht, finde ich. Warte, ich zeige euch das einmal kurz. So Leute, die Jacke, wie gesagt, die fällt halt extrem groß. Ich kann euch bei dieser Jacke wirklich M empfehlen. L ist viel zu riesig, ey. Das ist, ja. Ich glaube, M wäre die bessere Wahl gewesen bei der Jacke. Und ja, Leute, ich habe mir noch drei Paar Schuhe ausgesucht und die werde ich euch jetzt zeigen. Kommen wir direkt zum ersten Paar, Leute. Die sind halt auch wieder etwas außergewöhnlicher. Solche Adidas Boots. Sneaker, was sagt man zu den Schuhen, Alter, Leute, ich weiß es nicht, ey. Die Schuhe habe ich mir einfach so für zu Hause geholt, die sind wirklich mega bequem, so als Hausschuhe kann man die tragen, Freunde, die sind wirklich extrem bequem, vor allem mit diesem Fell hier drin, ey, das ist so extrem kuschelig und warm. Ich glaube, wenn man die Schuhe irgendwie so vergleichen kann, dann ist das so, als wenn Mädchen Axt tragen oder wie man die nennt, Axt? Ich glaube doch, das trifft sich gut, ey, das sind genau wie Axt, nur halt für Jungs. Als Hausschuhe finde ich die Schuhe wirklich nice. Würde ich persönlich jetzt draußen eher weniger anziehen, aber für zu Hause kann man die ehrlich tragen. Jetzt kommen die nächsten Schuhe, Freunde. In diese Schuhe habe ich mich wirklich verliebt. Das sind hier die von Adidas, Freunde. Boah, ich liebe diese Schuhe. Ich glaube, da sieht man, ich trage die Schuhe permanent, Freunde. Abgesehen von diesen Schuhen jetzt, Freunde, und Yeezys, sind das hier mit die bequemsten Schuhe. Die sind ehrlich extrem bequem und passen perfekt zum Fuß. Falls ihr eure Größe bestellen wollt, bestellt sie haargenau, denn die Schuhe fallen exakt wie eure Schuhgröße aus. Die sind etwas dreckiger, Leute. Wie gesagt, da ich die Schuhe ehrlich fast immer anziehe zurzeit. Mir gefallen die Schuhe mega gut und jetzt kommen wir zum dritten Paar, Freunde. Genau diese Schuhe, Freunde, aber in schwarz. Die habe ich aber gerade leider nicht hier. Also ihr müsst euch einfach nur diese Schuhe hier vorstellen. In schwarz. Freunde, alle meine Sachen, die ich euch gezeigt habe, sind alle unten in der Videobeschreibung markiert. Ihr könnt einfach direkt draufklicken und könnt euch die Sachen anschauen. Und auf dieser Seite gibt es wirklich so extrem viele geile Sachen, auch für Frauen. Ja, Leute, das waren jetzt die ganzen Sachen, die ich mir bestellt habe. Es waren hauptsächlich fast nur Jacken am Start. Habt ihr Bock, dass ich mal dasselbe mit fast nur Pullis mache oder fast nur T-Shirts? Soll ich mal sowas machen, Freunde? Dass ich mehr Pullis hole oder mehr T-Shirts oder mehr Schuhe? Auf was habt ihr Bock? Schreibt mal unten in den Kommentaren rein, Freunde. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Und wie gesagt, mit Terrasch15 kriegt ihr 15% Rabatt. Alle meine Sachen, die ich mir geholt habe, sind unten in der Videobeschreibung. Und für die Mädels gibt es auch extrem geile Sachen auf der Seite. Und Leute, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Hi. Peace. Hi. Was geht und so, ja? Grüß Gott und Taudi, Maudi allerseits. Ja, was geht, Alter? Ich zeige euch ein paar Krawatten, mal. Richtig geile Jacken und so, ey. War das so gut? Ja. Ich haben wir Winter? Oder kommt Herbst? Frühling? Ey, Freunde, wie würde es eigentlich aussehen, wenn meine Mutter hier diese weiße North Face Jacke anzieht? Ich sag mal, die soll das anziehen. Mal gucken, wie das bei ihr aussieht, Freunde. Wenn es dir gefällt, Mom, ich schenke dir die Jacke. Leute, ich bin gerade im Wohnzimmer. Mein Vater ist auch da. Ich glaube, ich lasse das mal meinem Vater anziehen. Mal gucken, wie das... Der Gutsche? Was geht ja, Vater? Einmal ganz kurz, Leute, Werbung in eigener Sache, deswegen mache ich mal hier kurz Werbung rein oder da irgendwo. Und zwar, Freunde, ist ein neuer Merch von mir online gekommen. So, Freunde, ist jetzt online, Freunde, könnt ihr abchecken. Erster Link unten in der Videobeschreibung, Freunde. Ich danke jedem, der mich supportet, der mich unterstützt. Ich habe natürlich mehrere Farben, Freunde, auch einmal hier schwarz-rot, einmal rot-schwarz. Zack. Erster Link unten in der Videobeschreibung. Ich bin dankbar für jeden Supporter, für jeden, der mich unterstützt. I'm
and I'ma rock your body, turn you.